Hey Leute, willkommen zurück zu Pixel Quest. Wir stecken uns jetzt hier das letzte Schaf in die Tasche und sind erstmal gefangen, aber wir sacken das jetzt erstmal ein. Keine Angst, jetzt bist du in Sicherheit, sobald wir einen Ausgang finden. Das sollten alle Schafe gewesen sein. Jenkins freut sich bestimmt, sie zurückzubekommen. Und was ich jetzt nochmal ganz kurz sagen muss, was mich auf das Spiel mehr oder weniger aufmerksam gemacht hat, sind halt diese Würfelkämpfe, weil Würfel und Karten sind halt, ne, damit kriegt man mich immer. Aber jetzt so nach dem ersten Video, was ich halt richtig, richtig gut gemacht fand, war halt diese Schlafsequenz mit dieser kleinen Animation da, was er da träumt. Und ja, er will ein Held sein und seine Tochter hat ihm auch, so was seine Tochter gesagt hat, war es auch so ein bisschen die Richtung, dass er das halt immer erzählt. Und dann hat er halt diese Schlafsequenz da, wo man ihn träumen sieht und dann sieht, ja, der träumt da sogar von, also der ist da voll hinterher. Und das fand ich halt so charmant, so nett umgesetzt. Viele Spiele dieser Art, oder es gibt einige, dann steht da vielleicht eine Textzeile, aber diesen Aufwand zu betreiben, dann das noch so zu animieren, so ein bisschen als so Mini-Zwischensequenz, finde ich richtig, richtig super. Und hier haben wir einen Schalter. Und jetzt sind wir auch schon an dem Punkt, an dem ich in der ersten Aufnahme war, die halt nicht geklappt hat. Das, mit anderen Worten, das ist jetzt hier alles neu, was kommt. Kleiner Heiltrank erhalten. Und ich hatte letztes Mal auch gesagt, ja, da hatte ich in dem Moment nicht drüber nachgedacht, was so die Würfel angeht, dass da immer ein Feld frei war, aber man kann die scheinbar später noch verändern. Hätte ich auch irgendwie selbst dran drauf kommen können, dass es die Möglichkeit gibt, habe ich in dem Moment nicht dran gedacht. Und da soll später auch noch mehr zu kommen. Und das mit den Zauberpunkten wurde halt nicht erklärt. Das ist im Prinzip auch klar, weil es in dem Kampf, in dem Testkampf und in den anderen Kämpfen, wir haben halt jetzt noch keine Zauberfähigkeiten. Und das wird erst später interessant. Wir können jetzt noch mal ganz kurz gucken, was ich nämlich auch in dem Video gezeigt hatte, dass ich nicht hochladen konnte. War jetzt nicht das Inventar, sondern wie bin ich denn da nochmal reingekommen? Wobei, das haben wir auch nicht gesehen, ne? Wir haben jetzt 5 Ausrüstungsslots und soweit ich das auch auf der Steam-Seite, glaube ich, gesehen habe, kann man hier mit diesen Ausrüstungsslots, die verändern, glaube ich, die Würfel oder man bekommt noch andere Würfel, so genau weiß ich das noch nicht. Ansonsten, ich würde gerne nochmal schauen, wie kann ich denn, wie war das denn? Irgendwie konnte ich doch auch. Levelbaum, genau. Das ist ein bisschen. Ja, okay, ne? Das muss man halt auch erstmal wissen, dass man das hier anwählen kann. Und dann da drauf kommt. Das sind nämlich hier die Würfelbäume und man hat im Prinzip diese 4 Würfelarten. Also einmal Angriff, Verteidigung, Fertigkeitspunkte war das und Zauberpunkte. Und dann hat man hier so kleine Bäume, wo man da Punkte reinpacken kann. Können wir ganz kurz ganz kurz gucken. Max HP gibt es hier, mehr Angriff. Eine Fertigkeit gibt es da auch direkt. Also die kriegt man wahrscheinlich nicht, indem man einfach nur so levelt, sondern man muss halt wirklich die Punkte verteilen, um dann Fertigkeiten zu bekommen. Kann natürlich sein, dass man zusätzlich noch irgendwas bekommt. Aber das sieht schon ein bisschen danach aus. Hier Zweifachangriff gibt es dann und so weiter und so fort. Und man sieht hier schon, ne, das ist gar nicht mal so wenig. Vor allen Dingen, weil es dann halt für alle 4 Würfel so ist. Ein Baum ist vielleicht nicht so lang, aber man hat direkt 4 davon. Und es baut dann wahrscheinlich immer auf diese 4 Würfel auf. Das heißt, wahrscheinlich auch, ich bin mir jetzt nicht sicher, dass man nicht mehr bekommen kann. Wir werden direkt angegriffen. Also was ich ja noch gerne... Moment, ich muss jetzt noch mal ganz kurz gucken. Wir können hier einmal nur 4... Okay, 3 Schaden und 2 Info. Angriff, Feuer, Fernkampf, brennend. Okay, du hast 14 Leben. Das ist ganz nett. Aber ich hätte vielleicht noch gerne Info, wie der Gegner heißt. Wäre halt auch noch ganz nett. Block wäre ja schon ganz cool. Also wir brauchen... Ha. Wir haben jetzt nicht mehr so viel HP. Ich würde jetzt erstmal... Wir essen einfach mal den Apfel.
Und wir würfeln, kann ich auch den ach okay, wenn ich neu würfeln habe bei dem grünen Würfel, dann kann ich den grünen Würfel nicht neu würfeln. Dann nehmen wir mal den gelben. Das hat's gebracht. Gut, wir nehmen jetzt hier erstmal Block. Und das andere ist halt uninteressant. Das war eine blöde erste Runde. Vor allen Dingen, ja, wir haben jetzt dieser Dot. Wie viel Schaden macht der denn? Du machst 3 damit. Also 1 Schaden pro Runde. Das müssten wir jetzt eigentlich noch überleben. Die Runde. Weil ich würde ganz gerne... Wir haben noch einen Lebenspunkt. Immerhin, wir haben Doppelangriff. Erledigt. Ich bin jetzt schon wieder zu geizig, ne? Ich will den Heiltrank nicht nehmen. 10 Gold erhalten, 589 XP erhalten und Herb ist ein Level aufgestiegen. Wir sind auf dem Weg zum Heldendasein. Und... Ach so, ist das okay. Dann füllt man quasi, wenn man das erste skillt, die letzte Würfelseite damit. Sehe ich das richtig? Wahrscheinlich. Ich würde das erstmal machen. Du kannst nun einen Würfel verbessern, indem du eine Würfelseite durch neu ersetzt. Fürs Erste wäre es am besten, eine der leeren Seiten zu füllen. Haha, da war ich schon ein bisschen zu vorschnell. Das ist eine coole Idee. Und was ich nochmal ganz kurz sagen will, ich glaube jetzt, also es sind halt die 4 Würfel, ne? Es werden nicht mehr. Das Problem, was ich schon oft in anderen Würfelspielen gesehen habe, dass man immer mehr Würfel kriegt mit immer mehr unterschiedlichen Sachen wie Magie, Block und dann physisch oder ein Schild dann auch noch, also ein Schild, physischen Block, und das gibt dann nachher so ein Durcheinander, weil so viele Möglichkeiten entstehen. Deswegen ist, glaube ich, das die beste Lösung, das erstmal auf so diese auf eine überschaubare Anzahl zu reduzieren. Dann hat man 4 Würfel und man hat diese 4 Würfel und man kann mit diesem System arbeiten und nicht, dass sich das immer mehr aufbläht und dann solche Geschichten passieren wie man würfelt Verteidigung, Gegner würfelt magische Verteidigung und solche Sachen und dann passiert in der Runde gar nichts und das kann ein paar Mal hintereinander passieren, auch in unterschiedlichen Kombinationen. Deswegen, das ist schon mal eine ganz gute Sache. Das ist es also. Was ist was? Oh, hallo. Sollte ich jetzt zurückgehen? Wir gehen mal zurück. Wir gucken mal, was passiert. Kahn ist das. Ich habe es gespürt, damals und all die Jahre, aber ich habe es nie gefunden. Das leuchtende Tor, ist es gefährlich? Gestern kamen 5 junge Leute in meinen Wald. Ich schickte sie nach Karm. Sie sind vielleicht noch in der Nähe. Nein, aber ich werde auch ein Held. Ich kann helfen. Moment. Mein Hals. So, also Person ist sehr überzeugt von uns. Da kam ein Monster durch das Tor, aber ich habe es besiegt. Ich kann das Tor erkunden. Mein Blick reicht nicht bis auf die andere Seite. Dein Monster war vielleicht nur der niederste Diener der Mächte, die dort warten. Dann sollte sich ein Held dort unten umsehen. Ah, diese Ermutigungen sind immer super. Für dich und mich ist es verschlossen, kleiner Held. Ohne einen Schlüssel kannst du es nicht betreten. Und du wirst Ausrüstung benötigen, zumindest eine Waffe und Schutz vor dem Unheil dieser und womöglich anderer Welten. Eine Waffe habe ich schon. Ja, dieses Zierschwert. Dieses Schwert ist eine Dekoration, keine Waffe. Ja, sage ich ja. Vor allem aber wirst du lernen müssen. Ein Held wird man nicht allein durch Worte. Wie steht es um deine magischen Fähigkeiten? Ich habe keine. Du meinst Zauberei? Eine nützliche Kunst, deren Gabe du in dir zu tragen scheinst. Hier, ich zeige dir etwas. Leichte Wunden heilen erlernt, das kommt mir jetzt schon mal sehr entgegen mit einem Lebenspunkt. Den Schlüssel für dieses Tor, wo finde ich den? Folge deinem Weg mit offenem Geist und Herzen. Die 5 Helden werden dein Dorf nach Süden verlassen haben, in Richtung Westur. Es dürfte kein schlechter Anfang sein, ihnen zu folgen. Okay, hast du noch was zu erzählen? Reise nach Westur im Süden, der Rest wird sich ergeben. Irgendwie noch was? Nee, hast du nicht. Kann ich mit dir reden? Nicht so richtig. Ich würde jetzt gerne noch mal ganz kurz da zum Tor laufen.
Weil da kommt doch bestimmt auch noch irgendeine Nachricht, wenn ich versuche. Nein, kommt nicht. Okay, gut. Ja, das ist halt auch so ein Problem mit mir. Ne? Ich laufe dann immer zurück und gucke dann hier nochmal, gucke dann da nochmal. Und dabei verplempere ich immer so viel Zeit. Aber ich muss ja hier auch nicht durchhetzen. Ich habe ja alle Zeit der Welt. Gut, und ich kann jetzt auch, wenn ich das richtig sehe, du hast deinen ersten Zauber gelernt. Leichte Wunden heilen, Zauber kosten sowohl Mana-Punkte als auch Zauberpunkte. Okay. MP bleiben wie HP zwischen den Kämpfen erhalten und können durch Ausruhen in einer Taverne oder durch Gegenstände wiederhergestellt werden. Alles klar. Zauberpunkte müssen im Kampf durch Würfeln von Zaubersymbolen generiert werden. Manche Zauber wie leichte Wunden heilen können auch außerhalb vom Kampf vom Inventar aus eingesetzt werden. Das wollte ich wissen. Dafür braucht man dann keine Zauberpunkte, Mana-Punkte, kosten sie aber trotzdem. Genau das wollte ich wissen. Und das sieht man ja auch schon, ist aktiv. Halt 3 HP. Halt 3. Moment, nee, wir haben 3x3 ist das, ne? Halt 3x dieses Zaubersymbol, also 3x3, also 9. Alles klar, das ist ja... Ah, kostet direkt 5, aber... Sollte erstmal passen. Und wir müssen jetzt zurück ins Dorf, weil hier geht's auch nicht weiter. Wir sollen nach Süden, aber wir gehen jetzt erstmal zurück ins Dorf. Bringen die Schafe zurück. Und mit dem anderen Typen sollten wir auch noch mal reden. Das habe ich jetzt doch nicht vergessen. Aber hier ging es ja auch nicht runter. Da unten war ja kein Weg. Wir müssen dann sowieso durch die Stadt und dann wahrscheinlich runter. So, hallo Kollege. Der gute Tormin. Herb, da bist du ja wieder. Ich hatte schon befürchtet, eins der Schafe hätte dich K.O. geschlagen. Ha! Was für ein lustiger Mann. Ich habe im Wald ein Tor gefunden und ein Monster besiegt. Jetzt brauche ich einen Schlüssel, dann kann ich durch das Tor gehen und dort gegen die Monster kämpfen. Oh, und ein vernünftiges Schwert oder so etwas brauche ich wohl auch noch. Hervorragend, gesprochen wie ein wahrer Held. Geh da raus und zeig's den bösen Monstern, Großer. Die Elfin sagte, ich solle zuerst nach Westor gehen. Die Elfin? Du bist Khan begegnet? Sie hat mich kleiner Held genannt. Und sie hat dieses Tor auch gesehen? Na klar. Ich muss dann jetzt los. Oh, ja, natürlich. Khan lebt schon sehr lange in diesem Wald. Hör ruhig auf sie. Und falls du in Westor diese Heldengilde triffst, vielleicht solltest du sie bitten, noch einmal zurückzukommen. Der verschweigt doch irgendwas. Komm gut nach Westor, Herb. Ich nenne nicht Herb, weil das klingt irgendwie falsch. Gib auf dich Acht. Gut, dann können wir jetzt erstmal speichern. Und dann würde ich sagen, wir reden mal mit den... Haben die hier vielleicht jetzt was Neues zu erzählen, wo die Schafe da sind? Die Schafe sind wieder da. Herr Jenkins wird sehr glücklich sein. Oder zumindest zufrieden. Oder nicht mehr ganz so sauer. Okay. Wir wissen's. Mit den Schafen kann ich nicht reden. Was für eine Enttäuschung. So. Sowas. Waren die Schafe tatsächlich nur weggelaufen? Nun gut, dann haben die Kobolde sie vielleicht doch nicht gefressen. Ja, eher nicht, wenn sie wieder da sind. Du willst nur nach Westor, wie? Dann verlauf dich mal nicht. Immer der Straße nach, hörst du? Ach so, ich schätze, ich schulde dir einen Finderlohn, was? Herzcontainer erhalten. Das, sowas findet man nicht oft in Globa. Das klingt wie ein Medikament, aber egal. Aber wenn du wirklich ein Held werden willst, ich schätze, dir nützt es mehr als mir. Okay, 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 okay. Herzcontainer. Max HP um 2 erhöhen, das ist doch schon mal ein guter Start. Richtung Heldentum. Ich bin tatsächlich hierher umgezogen. Ja, 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 das kennen wir schon. Oder das kennen wir noch nicht, verdammt. Moment.
Das lesen wir uns jetzt nochmal durch. Der hat ein Bild für uns. Verdammt, ich dachte, der wird dasselbe erzählen. Herr Stamms Bild erhalten. Herr Stamm ist nach Vastis gezogen. Geh erst nach Vestur im Süden und von dort immer nach Westen bis an die Küste. Es macht mich richtig glücklich, dass er sein Bild zurückbekommt. Ich bin sicher, dass er sich sehr darüber freuen wird und wer weiß, vielleicht zahlt er dir sogar einen Finderlohn. Gut, mehr war das jetzt auch nicht. Er gibt uns ein Bild, wir sollen es abliefern. Herr Stamm ist nach Vastis gezogen. Geh erst nach Westen und Süden und von dort immer nach Westen bis an die Küste. Okay, kann ich... Oh, hier können wir sogar rein. Die sehen lecker aus. Ja, warum nimmst du da nicht was? Alles mitnehmen. Das sieht aus... Ist das eine Tür? Ein Teddywehrbär. Ja, den hätte ich gerne. Ich will mal ganz kurz was gucken. Ja, okay. Ah, ja, da ist ein Durchgang. Eigentlich ist da ein Durchgang, aber da kommen wir... Doch, wir kommen da raus. Das war... Ich war zu hoch. Das ist auch zu hoch. Das ist von der, Perspektive ein bisschen... ne? Weil eigentlich wird man so machen, weil das ist die Mitte, aber man muss ein bisschen tiefer, weil es vom Winkel so ist. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Rob, gut, dass du vorbeikommst. Mir ist das Wasser ausgegangen, aber ich muss auf das Baby aufpassen. Könntest du nicht für mich einen Eimer mit frischem Wasser holen? Den trage ich die ganze Zeit mit mir rum. Oh, vielen Dank, Herb. Sehr lieb von dir. Nimm dir einen Apfel, wenn du möchtest. Die sehen lecker aus. Warum denn nur einen, verdammt? Danke für das Wasser, Herb. Können wir hier auch noch mal rein und mit dir vielleicht reden? Kimba, möchtest du was kaufen? Kaufen? Das ist meine Taverne. Ich mache dir einen guten Preis. Was soll das denn heißen? Wir haben 32 Goldstücke. Wir könnten einen Apfel kaufen. Ein Glas Wasser. Grüner Tee. Ich sag, wir sparen uns das erstmal. Wir haben ja noch so ein paar Reserven. Wir haben ja hier noch 3 Heiltränke, die sind nochmal 30 HP. Einen Apfel haben wir noch. Vielleicht finden wir unterwegs noch einen Apfel. Ich könnte jetzt auch wieder... Okay, wir haben uns also auch direkt vom Eimer getrennt. So, wir sollten nach Süden. Ich will jetzt aber erstmal ganz kurz... Atta? Du gehst wirklich? Die Welt braucht Helden. Ich gehe aber in die falsche Richtung. Schon, aber... Sei vorsichtig, ja? Bleib auf den Wegen und kauf dir wenigstens etwas Ausrüstung, sobald du kannst. Mach dir keine Sorgen, ich bin bald zurück. Und vielleicht schreibt dann jemand ein Buch über mich. Okay, es war egal, aber es wäre trotzdem lustig gewesen. So, jetzt ist die große Frage... Gibt es hier irgendwas, mit dem ich interagieren kann? Es gibt Zufallskämpfe, die einfach random auftauchen. Okay, wir nehmen das erstmal so hin. Und... Warum kann ich dich in der Mitte nicht auswählen? Das ist ein bisschen... Okay, machen wir das erstmal so. Wir geben uns was davon. Fertigkeitspunkte. Zauberpunkte von mir aus auch. Zug beenden. Das hat schon ganz gut reingehauen. Dich können wir jetzt schon mal rausnehmen. Und wir können uns noch mehr Fertigkeitspunkte holen. Das heißt, wir können Parieren auch wieder benutzen. Was wir auch machen sollten. Jetzt habe ich hier auch noch mal Block. Dann können wir das jetzt komplett blocken. So, wir greifen... kann die Fledermaus nicht auswählen. So, Zauberpunkte. Kann ich denn... Ich kann nur den neu würfeln. Das ist ein bisschen... Wir machen das erstmal so und dann geht's nicht mehr. Okay. Eine Menge Block. Jetzt rausnehmen.
Das können wir jetzt komplett blocken. Noch mehr Fertigkeitspunkte. Parieren brauchen wir jetzt halt nicht. Zauberpunkte brauchen wir auch nicht. Weil dafür bräuchte ich halt, um uns heilen zu können, bräuchten wir mehr Mana-Punkte. Ist auch interessant, diese Unterscheidung in Mana-Punkten und Zauberpunkten. Das eine ist halt relativ selten und das andere kann man dann mit Würfeln aufbauen. So, dann machen wir das noch. Dann parieren wir jetzt auch, damit wir den ganzen Schaden blocken können. Schon wieder was zum Blocken und sonst nichts. Ist jetzt auch gerade nicht so ideal. Sowas meinte ich halt, dass man eine ganze Zeit dann würfeln kann und man kann nicht angreifen. Das ist hierdurch halt so ein bisschen gelöst, dass man halt nicht so viele Würfel hat. Also das kommt wahrscheinlich auch nicht so oft vor. 8 Gold haben wir bekommen, 308 XP. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir doch direkt nächstes Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war's erstmal wieder von mir und bis bald.